Ding, 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 ding. Ja, hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Kolosseum. Pokémon XD, der dunkle Sturm, sorry. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich habe vorher eigentlich nichts gesagt, also wundert euch nicht. Und dementsprechend habe ich vorher ziemlich weit vom Voraus aus produziert und jetzt weiß ich gerade gar nicht, was los war. Also ich weiß noch, die Cutscene kam mit den Leuten, wie die beiden geredet haben, aber wir haben die, glaube ich, noch nicht angesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Stück nach vorne gehen, werden die uns bemerken. Okay, dann machen wir mal. Ah, Boss! Puh, nur ein kleiner Junge. Schleich dich gefälligst nicht so an. Seid doch nicht so nervös, ich hab doch mein Radar. Damit wissen wir immer, wenn der Boss in der Nähe ist. Stimmt. Der Radar zeigt etwas an. Es ist der Boss, die Queen. Oh oh. Juhu. Warte. Ja. Hallo, ihr Süßen. Habt ihr mir, ein paar Pokémon gefangen, wie es euer Auftrag war? Na? Musik aus! aha. Ich nehme diesen süßen Geruch von Pokémon wahr. So viel ist klar. Vielleicht bist du nur ein kleiner Knabe. Du wirst nichts haben. Oder aber ein Trainer mit guten Gaben. Ach, er reimt! Die Queen, was ist los mit dir? Wie wäre es, wenn du meinem kleinen Ensemble beitrittst? Sei einer von uns und bald werden dir alle Pokémon der Welt gehören. Ja klar, Pokémon immer nett. Aber, schnell ist die Jugend mit dem Wort. Aber bist du dir auch ganz sicher, mein Lieber? Das wird gut überlegt sein. Dein ganzes Leben würde sich ändern. Willst du wirklich das Leben eines Kriminellen führen? Naja, willst du? Na klar. Ich weiß, das mache ich mit Absicht, denn das ist so diese Endlosschleife. Drückt man auf Ja, geht's wieder nochmal von vorne los, aber drückt man auf Nein, geht's weiter. Ja. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Nein, du hast mich dazu hingedrängt, dass ich das sage. Ich konnte förmlich riechen, dass du keinen Rhythmus im Blut hast. Doch. Und was tut man mit einer Dissonanz? Man tanzt. Ja. Sie in Grund und Boden. Ja. Ich beweise dir die Macht der Eleganz. Kipp bitte nicht gleich aus den Latschen. Was? Ja, und Musik. Jetzt kommt wieder die Musik von The Queen. Didi Flaneur. Oh, die Queen-Musik ist die geilste Pokémon-Musik überhaupt. Nee, aber ist schon, gehört schon zu den Top. Lumbrero. Naja, ein kleines Downgrade von Pokémon, was von Pokémon Kolosseum angeht. Ja, also für die Leute ist es kein großer Spoiler, denn das sollte man nach meinen Reaktionen schon gemerkt haben und ein kleines Allgemeinwissen von dem Spiel. Die Queen kommt noch aus dem Pokémon Kolosseum. Wer es nicht kennt, ich empfehle es immer noch, guckt euch mein Let's Play von Pokémon Kolosseum an, damit ihr nicht großartig gespoilert werdet. Ja, da war die Queen auch so, mit Plult und Hein. Und dort gehörten sie noch zum Team Krypto. Mittlerweile haben die sich abgespalten und sind so kleine Liebesorganisation geworden, wie man so sieht. Also die agieren jetzt alleine und die Queen hat auch ein kleines Umstyling bekommen. Ein Pokéball-Afro hat er zwar noch, aber er sieht jetzt weitaus männlicher aus als dieses Tuntige aus dem Kolosseum-Spiel. Naja. Er sieht immer noch nicht gerade sehr, männlich aus. Hat die Rückkehr einen One-Hit gegeben, aber die blöde Donnerblitz nicht? Wie scheiße ist das denn? Naja. Na, der Queen, hast du für uns ein schön danziges Krypto-Pokémon? Wäre richtig cool eigentlich.
und ein Level Up. Der Voltoball. Passt eigentlich nicht so. Ja, wegen seinem Pokéball-Head. Aber es ist auch Dings. Haben sie eigentlich ein ziemlich lustiges Krypto-Pokémon ausgesucht. Also, dass The Queen als zweites hat. Das erste Krypto-Pokémon aus Colosseum, das hat auch zu ihm gepasst. Ein bisschen. Das danced halt auch irgendwie so halb. Ja, Alter. Entweder hat Umbrero eine ziemlich hohe Spezialverteidigung oder unser Teddy Ursack haut jetzt schon richtig rein. Ich meine, es ist Teddy Ursack und ein Sweeper. Blitzer, ein Sweeper. Das Ding, was wirklich super schnell und super stark in den Spezialangriff ist, macht, naja, die Power von Rückkehr halt, ne? Der Donnerschock ist nicht sehr effektiv. Und noch ein Schlecker hinterher. Oh Gott, mach jetzt kein Finale. Ah ne, kannst du das Pokémon ja gar nicht. Oh, das ist das Schlimmste an diesen Pokémon. Die, die sich hochjagen, bevor man sie fangen kann. Das ist so richtig fies. Wusstet ihr, dass die Explosion im Japanischen, wenn man sie irgendwie so ganz grob übersetzt, sowas wie die japanische Bedeutung für einen Selbstmord durch, also nicht Kamikaze, ist glaube ich nicht das Kamikaze, aber eine andere Selbstmordtaktik der Samurai. Sprich, wenn man es frei übersetzt, bedeutet es das Wort für den Tod als Samurai, wenn man verloren hat. Ich kann mich jetzt auch irren, weil es gibt auch noch ein anderes Pokémon, eine andere Pokémon-Attacke, die eine ähnliche Bedeutung hat. Und zwar irgendeine Unlicht-Attacke, die hat was mit Samurais zu tun im Sinne von, dass sie die Wortbedeutung davon ist, wie ein Samurai früher sein Schwert getestet hat, indem es einfach, also im Mittelalter, im japanischen Mittelalter, ne, nicht falsch verstehen, einen Passanten auf offener Straße mit seinem Samurai-Schwert erstochen, beziehungsweise nicht erstochen, sondern halt getötet hat, egal aus welchem Grund. Und wenn er nicht erwischt wurde von den Behörden, von den alten, altertümlichen, sagen wir mal in Anführungszeichen Polizei, dann war es ein gutes Schwert. Weil er halt ziemlich schnell zack, zack umbringen und wegrennen. Aber naja, das war die Unlicht-Attacke und ich glaube, die Explosion hat auch was damit zu tun. So als kleine Randnotiz. Und wir haben Voltoball gefangen, bevor wir die zweiten Donnerschock machen mussten. Boah, du, mir stehen die Haare zu Berge vor lauter Wut. Glaubt ja nicht, dass es vorbei ist. Warte nur, ich werde dir in Bälde und in gewohnter Eleganz in den Allerwertesten treten. Treten, vor allen Dingen. Vorhang bitte, ich muss weg. Und haut auch ab. Da liegt was. Die Queen oder? Ach ja, klar. Die Anleitung gehört wohl dazu. Anblöd. Anleitung an den Radar. Lies sie und vernichte sie dann. Der Radar zeigt dir, wo die Queen, der Boss gerade ist. Sobald der Quoss der Boss irgendwo auftaucht, erscheint ein Zeichen auf dem Schirm. Sobald du das Zeichen siehst, check den Radar. Er zeigt dir, wo genau er gerade ist. Du fragst dich wahrscheinlich, wo der Boss ist, wenn er nicht auf dem Radar erscheint. Ach, du weißt doch, wie seltsam unser Boss ist. Man weiß nie, wo er sich gerade so rumtreibt. Wahrscheinlich ist er auf Pokémon-Jagd oder so. Jedenfalls irgendwo außerhalb der Reichweite des Radars von Hay. Nein. Okay, jetzt haben wir noch eine Nachricht. Der Kryptoplan von Byte. Bajim, ich konnte die CD-ROM noch nicht entschlüsseln, aber ich habe etwas über den Kryptoplan herausgefunden. Bitte komm schnell her, dann kann ich dir etwas Persönliches mitteilen. Nur persönlich mitteilen. Okay, wir werden hier noch ein bisschen Köder auslegen. Zwei haben wir noch. So. Worauf wollte ich hinaus? Genau, das ist die Queen-Radar. Wenn wir, was uns bis jetzt noch nicht passiert ist, ein Krypto-Pokémon nicht fangen, also es entweder besiegen oder uns die Pokébälle ausgehen und es dann besiegen müssen,
dann, oder wir verlieren. Aber dann kommen wir, glaube ich, nochmal in die Chancen. Dann kriegt die Queen das Pokémon aus mysteriöser Weise irgendwann. Also es dauert eine Zeit lang. Und dann wird er an einem der Oasenorte sein. Dann spülen wir ihn dort auf, gehen zu der Oase und dann kämpfen wir gegen die Queen. Ich glaube, das ist die Oase. Oder es ist der Leuchtturm. Das werden wir ja früher oder später sehen, denn ich glaube nicht, dass wir das jetzt, dass unsere Glückssträhne so weit noch reicht, dass wir da weiterhin immer jedes Pokémon fangen. Dann hat die Queen dieses Pokémon, wenn er dann irgendwo erscheint, hat er dann wird das auf dem Radar angezeigt. Und wir können dieses Pokémon nachträglich fangen. Wenn wir es dann wieder besiegen, können wir es nochmal wieder fangen. Das ist ganz beliebig. Halt, wir müssen halt nur warten, bis die Queen wieder auftaucht. Ist eine ganz nette Sache im Vergleich zu Pokémon Colosseum, wo man sich dann umständlich nach der Story nochmal zusammensuchen musste. Und finde ich ganz nett. Und wenn man sie dann alle fängt, hat der Queen, glaube ich, noch ein spezielles Pokémon. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, guck mal. Uff, oh, es gibt Schwierigkeiten. Von einem Bodybuilder. Ganz ehrlich, so ein kleines Kind hätte da liegen müssen, aber so ein Bodybuilder, na gut, das zeigt natürlich, dass sie gefährlicher sind, als wenn da so ein kleines Kind liegt. Ein paar zwielichtige Typen kamen hereingestürmt und haben Chio, das Mädchen, am Empfang entführt. Oh. Ja, und Knilz bleibt einfach locker hier munter stehen. Knilz! Oh, was regt sich auf? Ach ja, Knilz. Kryptoballereien. Mal sehen, ich gehe mal davon aus, dass jetzt Krypto-Pokémon kommen, weil Brad wird damit, glaube ich. Nee, doch. Nee. Brad mit E geschrieben? Nee, Brett wird mit E geschrieben. Brad? Nee, egal. Nennen wir ihn Brad. Weil ich lustig bin. Wird ein Blitzer mal vielleicht aufheilen sollen, Tierdiosa. Okay, der hat noch kein Krypto-Pokémon, aber das macht da nichts. Donnerschock war sehr effektiv, gegen Schmerbe wäre es wirkungslos, da zweiter Typ Boden ist. Dementsprechend läuft. Rückkehr! Zack, zack! One-Hit-KO! Na gut, bei Level 17 ist das klar. Tada. Also wir haben jetzt schon ziemlich viel geschafft und wir haben bis jetzt immer nur noch zwei Pokémon. Wenn sich da jetzt an unserem Team nichts weiter tut, haben wir ja bald nur die zwei Pokémon. Boiuiui. Aber Samurze wird... Sie ist abgeschlossen. Aufschließen? Ja, haben wir einen Schlüssel? Woher denn? Chio, sie haben Chio entführt. Ja, Chio ist Bites jüngere Schwester. Sie ist das Mädchen vom Empfang. Du hast mir mit ihr gesprochen, oder? Die Eindringlinge haben sie in den Aufzug gesperrt und sie dann nach oben gefahren. Ich gehe mal davon aus, dass ganz oben dann der große böse Boss ist. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe das Spiel ja schon ewig nicht mehr ganz durchgespielt. Ich kann mich halt immer nur vage an solche Bruchstücke erinnern. Na du? Alle mal näher hören. Wenn sich alle ruhig verhalten, wird keinem was passieren. Also keine Spirenzchen. Versuch auch nur einer die Mücke zu machen. Ach, die Mücke zu machen? Die Fliege heißt das doch. Dann Rums, kapiert? Ja, jetzt gibt's Rums aufs Maul. Du kommst mir ganz besonders verdächtig vor. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber ich finde das total unlogisch immer mit den Pokémon kämpfen. Ich meine, die haben 3-4 Pokémon, die nicht mal sehr stark sind. Und dann erwarten die, dass man davon die Allerstärksten ist. Dass die dann die Allerstärksten sind. Und das Witzige ist ja, wenn die dann besiegt werden mit ihren drei mickrigen Pokémon, dann hauen die einfach ab. Ach scheiße, der Blitzfänger. Ja. Tut trotzdem gut weh. Blitzfänger ging aber früher anders. Also heute geht er jetzt anders. Worauf wollte ich hinaus? Ja, dann ist so ein riesen Bodybuilder-Typ mit seinen Pokémon, die werden dann besiegt. Und das Stumpfe ist dann ja, wenn die dann besiegt sind, dann haut er ab und hat Angst.
obwohl er uns locker aufs Maul geben könnte. Ich meine, wir haben auch ein paar Pokémon, aber was kann denn Teddy Ursa ausrichten? Naja. Na gut, ein Blitzer. Ist doch gefährlich. Tut weh. Aber so. Sowas wie zum Beispiel Gewehre, Pistolen oder so. Nee, das gibt's in der Pokémon-Welt ja nicht. Die haben ja schon nur hypermoderne Telekommunikation und Aufzüge mit Havam-Funktionen, so richtig so mit Elektromagnetismus und so. Genau, Motorräder und allen Scheiß. Aber sowas wie